Die Krebsforschung liefert zurzeit eine Reihe neuer, sehr innovativer Verfahren, zum Beispiel Checkpoint-Inhibitoren bei den Medikamenten, veränderte T-Zellen für die Therapie von Krebspatienten. Jeden Tag kommen viele neue Verfahren dazu. Diese sind aber dann meist noch nicht geeignet, unmittelbar in der Patientenversorgung breit eingesetzt zu werden. Die Deutsche Krebsgesellschaft setzt sich dafür ein, dass Patienten frühzeitig von neuen, innovativen diagnostischen und therapeutischen Verfahren profitieren. Wir haben mit Partnern 1,5 Jahre daran gearbeitet, wie dieses in die Realität umgesetzt werden kann. Partner waren Vertreter des Deutschen Bundestages, der Krankenkassen, der Wissenschaft, der ambulanten und stationären Ärzte sowie der Selbsthilfeorganisationen. Diese Gemeinschaft ist ein Garant dafür, dass dieser Plan auch umsetzbar wird. Wir brauchen regionale Kompetenzzentren. Ärzte aus Krankenhäusern und Praxen arbeiten in diesen Netzwerken zusammen, um innovative Leistungen in einem translationalen Prozess von der Forschung in die Krankenversorgung überzuleiten. Diese Kompetenzzentren müssen die Patienten umfassend betreuen, ihre Erkenntnisse dokumentieren und auswerten. So lässt sich unter Alltagsbedingungen prüfen, ob und wie wirksam neue innovative Verfahren sind, ohne dabei die Versicherten und Patienten zu gefährden. Bei positiven Erkenntnissen sind Krankenkassen dann in der Lage, diese Leistung flächendeckend zur Verfügung zu stellen. Für dieses Modell müssen Strukturen und Gesetze geändert werden. Das macht es nicht einfach. Aber alle, die an der Erarbeitung dieses Modells beteiligt waren, werden sich auch für die Umsetzung stark machen.